Mein Name ist Claudia Jabot. Ich komme aus Frankreich. Ich fand die Erfahrung bei Detox sehr interessant, weil eigentlich man lernt mehr spielerisch mit der Sprache. Und das so nicht als etwas, so, die einfach Angst macht oder wo man Leistung bringen muss, aber mehr mit was man kommuniziert und mit Menschen in Kontakt kommen kann. Ich finde es eine super Sache. Ich finde sowieso, künstlerische Arbeit müsste viel mehr in Gesellschaft, aber eben gerade auch in diese ganzen Sprachthematiken, Kulturvermittlungsthematiken, ist einfach die künstlerische Arbeit super hilfreich, die Menschen zu öffnen, sie mutig zu machen, ihnen etwas auf eine andere Ebene zu erzählen, dass sie was empfangen und auch wieder geben können, die Scheu verlieren. Ich fange tatsächlich oft gerne an den Füßen an, weil man denkt, was haben Füße mit Sprache zu tun? Aber wenn ich einen guten Stand habe, eine sichere Verbindung zur Erde, traue ich mich mehr, ganz allgemein. Und damit die Stimme zu verbinden, macht sofort so einen Raum auf zwischen meinen Füßen und zwischen meinem Sprechen. Und man sieht es an mir, wenn wir irgendwie wirklich sprechen, von uns heraus, von innen heraus, dann haben wir jeder eine andere Körpersprache. Und wenn die frei ist, dann kann es frei fließen. Dann kann der Atem fließen, das Blut kann fließen, aber eben auch die Stimme kann fließen. Was ich gerne auch mache, ne, so in die Hand sprechen, ist wie so ein eigener innerer Lautsprecher. Aber ich kann eben auch erstmal ganz versteckt arbeiten mit der Stimme und muss nicht sofort mich zeigen. Oder auch mit der Hüfte oder die Knochen, sich vorzustellen, was die für Geräusche machen. Das verbindet die Stimme ganz doll mit dem Körper und das ist ein wichtiger Anteil. Ich bin Elias, ich komme aus dem Iran. Am Anfang war ein bisschen nervös, weil vielleicht würde ich nicht gut verstehen, was andere sagen, aber das war nicht so und alle waren gleich. Und danach langsam habe ich wohl gefühlt. Wenn ihr das Gefühl habt, ich traue mich nicht, könnt ihr die auch nur mal lesen hintereinander. Für manche ist das auch schon viel. Wissen Sprache, Schlüssel, Sprache. Gut. Ja. Ja, dann gucken wir, wie sich das anfühlt. Hier können wir alle gucken, was das macht, ne? Für uns, wenn das unsere eigene Muttersprache ist oder wie die schon sehr gut sprechen, dann denkt man so, hm. Aber für ihn ist das ganz viel. Und wie fühlt sich das gerade an? Gut. Ja, super, super. Wo ist Schönheit in so einem Wort zu finden? Wo ist Klang? Was klingt wo, wie? Und wie spüre ich das wieder im Körper, die Körperanbindung? Und wenn die Gruppe ganz gut dabei ist, und das war sie heute, kann man wirklich auch aus der Wortkette einen Satz oder eine Geschichte erzählen. Und das ist oft sehr poetisch. Sind Sterne im Kreis am Ende Schicksal? Ist der Schlüssel der stummen Sprache das selige Gesicht? Ich bin Julie, momentan wohne ich in Köln und komme ursprünglich aus Luxemburg. Wie viele so Einzelstimmen ein Ganzes formen kann, das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann eben auch die eine Übung mit zwei verschiedenen Sprachen, ne? Was das Gehirn so alles verarbeitet, wie zum Beispiel eine Melodie nur oder einen Ton oder was ja, danach aus dem Mund wirklich erklingt, so ohne Kontrolle und ohne Zwang. Ja, es war sehr energievoll. Also ich hatte danach so eine Kraft und ich glaube, dann hat ja die Wahrnehmung hat sich auch geändert. Ich habe mich ein bisschen größer gespürt. Es hilft, mich anzunähern an Sprachklänge, die mir ganz fremd sind. Und das ist eine hervorragende Methode, die bringt Spaß. Wenn wir miteinander lachen, verbinden wir uns. Wir werden lockerer, wir trauen uns mehr.
Ich bin Blondine Vial, ich komme aus Frankreich und wohne seit 2,5 Jahren in Deutschland. Ganz am Ende haben wir durch diese Luftballons gesprochen und da hatten wir Energie mehr in der Kopf oder in den Lippen. Und das war sehr schön, weil eigentlich haben wir unsere ganze Körper energisiert. Stimme ist Vibration und Sprache ist Vibration. Und ich spüre die Sprache plötzlich. Und in dem Moment, wo ich spüre und gleichzeitig hören und sprechen kann, ist es sehr viel leichter, fremde Sounds, fremde Sprachen zu erfassen. Und die Gehirnforschung sagt, das Lernen geht auch besser. Für viele am Anfang war das gar nicht einfach, dieses Drauflos, ohne dass ich weiß, was ich genau sagen will. Und das ist aber ja genau das, wenn du eine Sprache lernst in einer neuen Kultur, was du brauchst.